die Pressekonferenz vor dem Drittliga Auswärtsspiel Samstag 14 Uhr Gazi Stadion beim VfB Stuttgart 2. Ja Sven, wir haben Stuttgart vor der Brust, dann kommt Dienstag Heidenheim. Wie ist die allgemeine Stimmungslage? Ja, sicher ist eine gewisse Enttäuschung da durch diese Niederlage in Halberstadt, keine Frage. Aber es ist eben wenig Zeit, da irgendwo hinterher zu trauern, sondern ja, mal kritisch das, was wir nicht so gut gemacht haben, zu analysieren und natürlich zu versuchen, in Stuttgart gegen eine gute zweite Mannschaft zu punkten. Was habt ihr zur Aufarbeitung, oder was hast du zur Aufarbeitung schon gemacht? Oder wie nimmt man da einzelne Spieler die Mannschaft ran? Ja, von der Grundlage her war es ein Spiel, wie es oft läuft, eine höherklassische Mannschaft gegen eine unterklassische Mannschaft. Ich denke, es war der normale Ablauf. Wir hatten mehr Ballbesitz, wir hatten auch die besseren Torschancen, haben die nicht gemacht. Waren dann eben in der 85. Minute unaufmerksam, sind dafür bestraft worden. Dass, sagen wir mal, bei all dem, wenn man die Chancen vorne nicht macht, muss es einer Mannschaft, die den Anspruch hat, eben dort auch gut zu sein, gelingen, diese Chance vielleicht nicht in dem Maß zuzulassen. Das ist der Vorwurf und natürlich auch daran zu arbeiten. Ich denke, das ist ja das, was sich, sagen wir mal, auch schon durch das Burghausen-Spiel gezogen hat. Dort hat man, denke ich, in der ersten Halbzeit auch eine Menge guter Möglichkeiten, wo man durchaus ein Tor mal machen muss. Das haben wir jetzt nicht gemacht und da gilt es natürlich wieder diese Stärke, denke ich, die wir in den ersten Spielen hatten. Das war einfach aus den Möglichkeiten, die da waren, auch das ein oder andere Tor erzielt haben, dort wieder hinzukommen. Und gelingt uns das dann, sagen wir, ist es natürlich auch eher möglich, erfolgreich zu sein, weil nun einmal die eigenen Tore mit dazu gehören. Es war da gestern Abend in Babelsberg gegen Stuttgart 2, VfB gesehen, auch ein 0:0. Wie war dein Eindruck von der Mannschaft, die ja jetzt im Gegensatz zum Hinspiel, alle werden sich noch daran erinnern, die dabei waren, Antonio Rüdiger ist aufgeregt von Profis. Ist das jetzt eine andere Mannschaft, genauso? Wie spielen sie? Wie haben sie gestern gespielt? Ich denke, es war ein Spiel unter schwierigen Bedingungen. Der Platz in Babelsberg war, sagen wir mal, war sehr viel Sand drauf, sodass es für beide Mannschaften schwierig war, mit den Bedingungen zurechtzukommen. Stuttgart, viele junge Spieler mit dem Ratgeber, natürlich auch einen Erfahrenen drin, der diese Position im zentralen Mittelfeld, denke ich, für eine Drittligamannschaft in einer, sage ich jetzt, überragenden Art und Weise dort spielt. Die gesamte Mannschaft spielt sehr diszipliniert, verteidigt als gesamte Mannschaft, versucht schnell umzuschalten und auch dann, sagen wir mal, mit der Schnelligkeit, die diese jungen Spieler haben, mit der Spielfreude, auch mit der technischen Qualität. Ich meine, die Stuttgarter sind ja nicht umsonst im Nachwuchs dort immer ganz vorne mit dabei, in der A-Jugend, in der B-Jugend. Das war, sagen wir mal, in 0:0, wo die Stuttgarter vielleicht diese ein oder andere Chance mehr hatten als die Babelsberger. Sie haben den filigraneren Fußball gespielt, aber ich denke, das ist oft so, wenn man gegen eine zweite Mannschaft spielt. Und das wird uns auch in Stuttgart erwarten, gegen spielstarke junge Fußballer, die gerne und gut Fußball spielen können. Ihre Fragen bitte. Die zweite englische Woche, merkt man das schon? Das ist irgendwo, sag ich mal, von der Belastung? Ja. Ich denke, das ist rein vom Körperlichen her eher nicht so das Problem ist, dass es, sondern wichtig wird sein, ist im Sport ja immer so, dass vielleicht so ein Negativerlebnis wie Halberstadt dann eher den einen oder anderen Spieler auch beeindruckt. Dort muss es uns einfach gelingen, das aus den Köpfen, sagen wir mal, dahingehend rauszubekommen, dass wir es umwandeln in diese positive Stimmung eher. Aber rein vom Körperlichen her ist nun jetzt, denke ich, ist das dann in der Gesamtheit schon anstrengend, aber wenn wir zum großen Fußball gucken, was da einige Spieler, sagen wir, die eben Länderspiele machen, wie jetzt bei Bayern München, das sind ja auch nicht alle, die getauscht werden. Die müssen Länderspiele, Punktspiele, Champions League Spiele und nächste Woche haben sie, glaube ich, auch wieder Pokal. Dann geht es weiter mit der Champions League.
über einen ganz langen Zeitraum ist es schwierig jetzt, denke ich mal. Ne? Sie haben vom Negativerlebnis gesprochen, das natürlich halbe Stunde hinterlassen hat. Die Stimmung ist wahrscheinlich jetzt nicht so, dass alle unten jubeln in den Kabinen. Haben Sie das Gefühl bei Ihrer Mannschaft, dass Sie jetzt auch daraus ein gewisses Feuer sich ziehen können für das Spiel am Sonnabend, dass Sie irgendwie auch was wieder gut zu machen haben, oder ist das eher nicht der Fall? Ja, das sind immer so die Fragen, da kann ich jetzt antworten, wie ich will. Es ist immer das Verkehrte. Natürlich ist erstmal die Mannschaft enttäuscht nach einer Niederlage gegen Halberstadt. Und natürlich will die Mannschaft auch, ich sage mal, dieses Negativerlebnis so schnell wie möglich verdrängen. Und trotzdem war es ein Spiel, was du eigentlich gewinnen musst in Halberstadt. Du musst einfach nur mal ein Tor machen und das war möglich. Und, aber grundsätzlich ist es so, natürlich wollen wir dieses Erlebnis, was negativ war, versuchen, so schnell wie möglich vergessen zu machen. Und natürlich ist auch jeder Spieler, sagen wir mal, gierig drauf, das vergessen machen zu können. Mit einer guten Leistung. Bleibt dabei. Wir sind in Barcelona, wir können nicht sagen, wir gewinnen in Stuttgart. Wir wollen eine gute Leistung bringen. Und man sollte gute Leistung immer relativieren. Das ist wahrscheinlich schwierig, aber warum glänzt denn plötzlich wieder vorne? Ich meine, das war ja anfangs, lief es ja besser. Das ist ja das richtig, Problem. Aber ja, auf der anderen Seite, ich denke, wir haben in der ersten Halbserie, wo wir auch das Problem hatten, dass wir ja nicht so sehr viel vorne getroffen haben, aber ich glaube nicht diese Vielzahl an Möglichkeiten gehabt. Und mal für alle die, die uns länger schon begleiten, mal in Bezug auf Halberstadt, wir haben voriges Jahr in Halberstadt 2-0 ein Punktspiel gewonnen, wo wir weniger Torchancen hatten, wo der Horvath einen Elfmeter halten musste, wo wir einen Freistoß reingehauen haben, der haltbar war, wo wir aus einem Fehler, weil sich zwei behindert haben, dann in der 88. das 2-0 gemacht haben. Jetzt haben wir das Spiel 1-0 verloren, wo wir gefühlt in der zweiten Halbzeit 80% in der gegnerischen Hälfte waren, 6 Chancen hatten. Also deshalb immer wieder, zum Fußball gehören Tore, die musst du machen. Aktuell ist das negativ. Auf der anderen Seite schöpfe ich natürlich daraus Hoffnung, dass der Vogelholm zum Beispiel schon getroffen hat, dass der Mast getroffen hat, dass die Chancen da sind. Also zuletzt war es eben so, dass der Vogelholm, wenn er eben zweimal dort frei war oder dreimal frei war, eben einen zumindest gemacht hat. Das ist ihm jetzt nicht gelungen. Aber ich gehe davon aus, wenn ihm das eben dreimal hintereinander nicht gelungen ist, dass es dann beim vierten Mal wieder funktioniert, weil er im Training eigentlich den Eindruck vermittelt, dass er die Tore schon machen will. Dass der Vorhorn die Tore machen will, das hat man gesehen, aber er wird aber auch aus dem Mittelfeld, was man gesehen hat, schwer, dass bei ihm vorne den Ball ankommt, wo er auch was Verwertbares draus machen kann, wenn ich mir das in Halberstadt nochmal anschaue. Auch die Freistöße von Mike sind... Ja, da war der ein oder andere zu flach, braucht man nicht drüber reden. Die Freistöße waren sicher jetzt in Halberstadt nicht optimal, aber auch das... Nochmal, da kann ich mich hier aufregen und das ist auch korrekt. Als Trainer wünschst du dir immer, dass jeder Freistoß dorthin kommt, dass dann am Ende das Tor fallen kann. Aber auch in der Bundesliga sieht man Freistöße von Spielern, die eben mal zu flach kommen, mal zu weit kommen, mal zu hoch, mal zu kurz. Das ist eben so. Es ist sicherlich schwieriger, als man sich das, sagen wir mal, wenn man den runden Ball sieht, so vorstellt. Und ein bisschen widersprechen muss ich, wenn der Vorhang 3 Riesenchancen hat, dann ist es nicht so, dass er zu wenig angespielt wird. Ich habe gestern, weil ich in Babelsberg war, es nicht so gesehen, dass das Bayern-Spiel nicht gesehen. Aber wenn ich auch Dortmund gegen Malaga sehe, dann sehe ich einen Lewandowski mit 8 Chancen. Der hat 3 Chancen oder 2 und von denen macht er eine. Das ist doch in dem modernen Fußball ist doch das für den, der ganz vorne spielt, am schwierigsten, weil er in der Regel am engsten gedeckt wird. Und das sehe ich es nicht so. Natürlich hat zum Beispiel einer wie Björn Ziegenbein Luft nach oben, was, sagen wir mal, auch Anspieler dort in die Spitze angehen. Aber nur zu sagen, der Vorhang kriegt keine Anspiele. Ich denke, wir müssen nur auch aufpassen, dass man... Keine Anspiele, das will ich nicht. Nee, aber uns wird es doch nicht gelingen gegen eine Mannschaft. Nochmal, die Halberstadt, die haben wenig Tore gekriegt. Ich glaube, 19 Tore haben sie im Punktspiel gekriegt bis jetzt. Also ein Zeichen, dass sie stabil stehen. Sie haben gegen uns...
defensiv sehr, sehr kompakt gestanden und trotzdem hatten wir 5, 6 Hochkaräter. Und wenn du dort einen machst, gewinnst du, und wenn du dort eben keinen machst, ne, dann spielst du in der Regel unentschieden, und wenn du Pech hast, verlierst du, und so ist es uns gegangen. Also ich sage, an der Anzahl der Torchancen in Halberstadt hat es nie gelegen. Es hat daran gelegen, diese Chancen, die da waren, dahingehend zu nutzen, dass du mal eins machst. Und nochmal, wir haben hier Spiele gewonnen, ich sage gegen CFC, da haben wir deutlich weniger Torchancen gehabt als gegen Burghausen. Aber ich bin nicht von gestern, ich weiß, dass Fußballspiele und Ergebnisse nun mal davon abhängen, oder das Wohl und Wehe von den gewonnenen Spielen. Die gewinnst du eher, wenn du Tore machst, und da bin ich mir auch bewusst, dass Kritik kommt, wenn du die Tore nicht machst, logisch. Aber in der sag mal, sachlichen Betrachtung, denke ich, sollte jeder dann zumindest bei aller Kritik auch feststellen, dass die Torchancen da waren, dass die gegen Burghausen da waren, dass die gegen Halberstadt da waren. Du musst sie machen, wenn du sie nicht machst, ist es berechtigt, dass du kritisiert wirst. Gibt es personell Konsequenzen? Also Sie haben jetzt ja die letzten 3 Spiele im Endeffekt mit der gleichen Mannschaft gespielt, außer rechts außen. Was ist jetzt für Stuttgart so angedacht? Es ist offen, oder ich lasse es mir offen, natürlich. Nochmal, es ist eine schwierige Situation in der Gesamtheit, was natürlich für die Spieler unbefriedigend ist, die vielleicht aktuell weniger Einsatzchancen haben. Nochmal, für alle die jetzt sagen wir, der Meinung sind, es müsste da hin und her rotiert werden. Es gab viele Spieler, die in der ersten Halbserie sehr oft gespielt haben, da waren wir auch unzufrieden, und da sollte man jetzt immer ein bisschen aufpassen. Natürlich kritisch sein und gucken, ob auch alles stimmt, was Einstellungen und diese Dinge, aber da mache ich der Mannschaft in Halberstadt keinen Vorwurf. Aber ich denke, auch in der ersten Halbserie haben viele Spieler immer wieder ihre Chance bekommen. Da haben wir die Spieler auch verloren. Wie geht es mit Michael Preuß weiter? Den hatten Sie ja rausgenommen, erstmal, um ihn wahrscheinlich zu schützen. Ja, es ist für den Gesamtverein und für Michael natürlich insbesondere, weil niemand, oder ich kann mir wenige Spieler vorstellen, die einfach von der Psyche her so abgezockt sind, dass sie das unbeeindruckt lässt, was mit Micha hier passiert ist. Ich halte es nach wie vor für falsch, weil der Junge gibt sich Mühe, der kommt aus, sagen wir mal, der hat vor 4 oder 5 Jahren irgendwo bei Stahl-Thale noch gespielt, ist dann über Halberstadt zu uns. Sieht in der einen oder anderen Situation unglücklich aus, brauchen wir überhaupt nicht drüber reden. Auch dass er fußballerisch natürlich nicht, oder dass ihm dort das eine oder andere an der Grundausbildung fehlt, denke ich, sieht man auch. Aber er hat eine gewisse Torgefahr. Er hat in einer schwierigen Zeit, wo wir ganz weit unten waren, 2 wichtige Tore gemacht, noch 2 gemacht, die ich hätte als Trainer vom HFC gegeben und nie abgepfiffen. Deshalb, sagen wir mal, will ich da erstmal ein bisschen Ruhe reinkommen lassen, aber Micha wird definitiv auch demnächst wieder mit dabei sein. Was finden Sie falsch? Worauf war das bezogen? Jetzt auf die Stimmung jetzt in der Gesamtheit gegen Micha. Also nur mal für einen Spieler. Also ich war auch Fußballer, bin in Chemnitz auch mal ausgepfiffen worden von den eigenen Fans. Es gibt nichts Schlimmeres. Und wer das nicht schon mal miterlebt hat, der kann das auch nicht nachempfinden. Auswärts immer schön, wenn sie dich auspfeifen, weil du da ein bisschen Motivation rausziehen kannst. Wenn nicht deine eigenen Fans auspfeifen, ist es schwierig, denke ich, mental. Gibt es verletzte Angeschlagene? Toni ist wahrscheinlich wieder nicht. Bei Toni werden wir sehen, wie sich das jetzt entwickelt. Er hat gestern, haben wir ja das Bild geteilt mit denen, die weniger gespielt haben, und ein paar Spieler, die aus der zweiten Mannschaft dann, sagen wir, normales Training, das hat er mitgemacht, war okay. Heute sind wir, sagen wir mal, nur ein bisschen locker gelaufen, werden wir dann morgen sehen, wie es aussieht. Wenn er jetzt gesund ist, wird er mit dem Kader sein. Wie viele Punkte sind aus Ihrer Sicht noch nötig für den Klassenerhalt? Na, ich denke, 3, 4 Punkte wird man schon noch brauchen. Vielleicht sind es nicht die 43, die wir mal vor längerer Zeit vermutet haben, aber keine Ahnung, ich sage, es ist immer, solange rechnerisch du eben noch nicht durch bist.
sichere Ausgangslage hergibt, auch die Spieler mit auslaufenden Verträgen noch ihre Einsatzchance im Pflichtspiel oder kann man diese Romantik einfach nicht erwarten in der dritten Liga? Müssen die im Training sein? Ich muss ehrlich sagen, ich mache mir jetzt hier keine Gedanken, was mal ist, wenn wir gerettet sind. Ich will erst mal sehen, dass wir, ich sage es immer wieder, es war eine Saison, wo wir bis auf vielleicht die ersten 5 Wochen, mal bis Ende August, wo wir mit einer gewissen Euphorie ja, Fußball gespielt haben. Ab da an war es Überlebenskampf von sagen wir mal Ende August bis jetzt. Aktuell sind wir wieder ganz tief drin im Überlebenskampf. Und das ist, da mache ich mir nie Gedanken, was wir machen, wenn wir gerettet sind. Also wir müssen sehen, dass wir Punkte holen und wollen dann mit der bestmöglichsten Aufstellung immer spielen. Und auch selbst wenn wir jetzt sagen wir mal gerettet sein sollten, wollen wir ja Punkte holen, sagen wir mal, aus Wettbewerbsgründen. Und wie gesagt, wir sind ja auch, wir sagen immer so schön, wir sind Profis, wollen ja auch nichts verschenken. Aber ich stelle ja nicht auf nach auslaufend und nach bleibenden Verträgen. Wir haben eine Situation, wo wir nicht wissen, wer über den Sommer hinaus noch da ist. Werden auch jetzt vielleicht viele spielen, die auch nicht da sind. Ja. Also ich sage jetzt mal, Darko hält ja auch, obwohl er seinen Vertrag nicht verlängert. Also davon mache ich es dann ja abhängig. Und wir haben ausgeliehene Spieler, wo wir auch nicht wissen, ob die bleiben. Und die spielen ja auch. Gut. Dann wünsche ich allen einen schönen Tag. Die nach Stuttgart fahren. Eine schöne Reise. Und wir sehen uns dann, für die, die nicht fahren, spätestens Dienstag.